Okay, meine Freunde, wie komme ich hier rüber? Okay, ich habe meine Brücke gebaut, aber... Hä? Ich komme nicht mehr hoch, was? Ey! Na gut, löschen wir es. Wow. Denn, Freunde, wir haben heute einfach ein neues Spiel gespielt, wo wir einfach die ganze Zeit zeichnen müssen, um das Obby zu schaffen. Und natürlich war es am Anfang einfach. Und nach ist es immer, immer schwieriger geworden. Aber ich würde sagen, Freunde, schaut euch das Obby jetzt gerne selber an. Danach können wir es auf jeden Fall gerne zusammenzocken und ab geht's. Okay, Freunde, ich würde sagen, das ist einfach. Wir machen einfach so eine Brücke. Yo, wir haben einen Stern. Da verlässt mich tatsächlich gleich meine Stimme. Okay, Freunde, so ein... Hä? Warte mal. Yo, was? Okay, Freunde, das hier verschwindet nach einer Zeit, aber das schaffe ich halt durchzurennen. Okay, Freunde, hier müssen wir einfach nur rennen und nichts zeichnen. Und hä? Junge, was? Hier brauche ich auch nicht zeichnen. Let's go, wie easy. Okay, hier kommt die erste Zeichnung, die wir brauchen, hä? Und Freunde, okay, hier wird sogar noch... Oha, dankeschön. Hier sind sogar andere Spieler, die auf jeden Fall mit dabei sind. Ich würde sagen, vielen Dank, dass du mir auf jeden Fall geholfen hast. Warte mal, was ist denn eigentlich, wenn ich hier absperre? Dann kommt hier keiner mehr durch. Was? Sie kommt auch nicht durch. Oh mein Gott. Tut mir leid, ich darf dich nicht durchlassen, ja? Vielleicht morgen wieder, okay? Und mir ist gar nicht aufgefallen, wenn ich zeichne, wird einfach mein Stift kleiner. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich gehe auf jeden Fall mal weiter. Ich darf ja nicht die ganze Zeit nur die Leute ärgern. Okay, warte mal. So, dann so, denn ich kann es ja auch so machen, dass ich einfach springen muss. Easy. Okay, Freunde, hier ist ein Fragezeichen und... warte mal, eine Kugel... Und dann... Nee, warte mal. Okay, okay, okay. Warte, Freunde. Hier ist ein Fragezeichen. Verfolge die Form. Ja, ich habe doch die Form vervollständigt. Einen Kreis einfach nur. Aber der Kreis sieht tatsächlich nicht so... Hä? Oha, was? Okay, Freunde, es läuft. Ich würde sagen... Oh, guck mal, ich baue meine eigene Brücke und... Bam, Junge, als ob, Alter. Okay, noch ist es einfach. Warte mal, was... Okay, das war mir klar. Hier kann ich aber auch einfach... Nee, okay, kann ich... Ich dachte, ich könnte einfach so rüberspringen. Aber ich habe mir aber so eine halbe Brücke gebaut. Okay, das ist halt relativ einfach. Boom. Ja, so. Okay, Freunde, es geht doch nicht so ganz. Und Freunde, wenn ihr das Spiel auch schon mal gespielt habt, lasst es mich mal wissen. Mit einem Daumen nach oben da. Noch seht ihr, ich kann hier durchrushen. So, guck mal, ich male und springe dabei. So, bam. Und, okay, 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 löschen. Hier wird es ein bisschen schwieriger, aber... Ja, wir laufen einfach dann... Warte mal, wie komme ich da hoch? Junge, warte mal, da oben ist ein Bleistift. Okay, den holen wir uns. Warte mal, was ist, wenn wir uns so eine Art Treppe bauen? So, Freunde. Vor allem, ich wisst ihr, was ich ja machen kann? Oh, so, nee, das meinte ich nicht. Ich kann mir hier was bauen und wieder löschen. Dann kriege ich die Titte einfach wieder ins Inventar. Hä? Damit kann ich ja dann unendlich hoch, oder? Freunde, Alter, ich glaube, ich habe einen Bug oder einen Cheat herausgefunden. Alter, yo, also wenn ihr keine Titte mehr habt, spielt es auf jeden Fall so. Let's go! Habt ihr das gesehen? Alter! Freunde, ich glaube, ich bin der Boss. Okay, tschüss. So, Freunde, damit besitzen wir schon 60 Tinte. Und, warte mal, soll das mir hier was sagen, dass es hier hochgeht? Und, hoppa! Ja, okay, Mist. Freunde, wir machen es richtig. So, let's go. Hier nach oben. Oh mein Gott, okay, warte mal. Da unten gibt es eigentlich auch einen Bleistift. Aber wie komme ich jetzt da runter? Ich meine, ich müsste hier irgendwie durch und dann mich so nach links arbeiten, aber ich habe jetzt leider nichts, wo ich so runter könnte, wisst ihr? Warte mal, kann ich die aufhalten? Was? Ich kann einfach diese krasse Kugel da aufhalten. Okay, warte mal, was ist, wenn ich sie wegmache? Ja, die Kugel kommt! Wie cool ist das denn, Freunde? Oh mein Gott. Okay, warte mal, die Kugel halten wir so auf und die Kugel halten wir so auf. Jo! Alter, Freunde, wie cool, wie viel Spaß das eigentlich macht. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier ein Labyrinth. Okay, hier brauche ich, glaube ich, gar keine Tinte. Hier muss ich nämlich einfach nur in die richtige Richtung laufen. Und natürlich sind wir wieder in die falsche Richtung gelaufen. Freunde, ich muss mich angewöhnen, echt besser zu werden. Mano. Übrigens, lasst uns auf jeden Fall mal so ein Obby zusammenspielen. Und, ey, warte mal. Ey, Junge, ihr kommt nicht mehr durch. Der Arme. Okay, warte, ich bin nicht so, komm, bitte. Ich will den mal einsperren, Freunde. Ich habe echt Bock. Was ist denn, wenn ich den richtig einsperre? Okay, Freunde, warte mal und... So und so. Nee, warte mal. Ich will das anders machen. Hallo? Und oh mein Gott, was? Hier ist einfach ein Stift. Let's go. Oh, so. Ich hoffe, ich werde nicht eingesperrt von jemandem. Ach, Junge. Mann, ich wollte ihn echt mal einsperren. Vielleicht hätte ich... Ich habe ihn eingesperrt. Jo, Junge! Tschüssi, ich hoffe, dir gefällt's da drinnen, ja? Du musst doch vielleicht nur noch 3 Minuten drinnen bleiben.
Was? Junge, als ob er meins löschen kann? Und ich kann auch seins löschen. Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht. Naja, egal. Und, Junge, er denkt sich jetzt auch so. Junge, der hat angefangen. Guck mal, ich mache ganz viele Striche. Wir haben keine Zeit für die kleinen Baby machen. Für die kleinen diesen Baby. Oh, wow. Okay, Freunde, hier zeigt es ja schon. Wir sollen nämlich zeichnen ganz weit und hinter uns sollen wir wieder wegmachen. Ja, okay. Das wird dementsprechend dann natürlich auch eine etwas längere Zeichnung, aber... Ja, was sollen wir machen? Ich meine... Yo! Es soll so gemacht werden und... Kann ich's an... als ob, Junge! Das ist ja übelst einfach gerade noch! Du bleibst so stehen. Jo, dankeschön. Passt so. Alter! Ich habe einfach Kontrollpunkt 23 meine ich. Von 101, also es gibt viele. Eigentlich brauche ich die Dinger nicht mal anhalten, oder? Ich meine, ja, ich wollte gerade schon sagen. Ich muss doch eh mit hochfahren. Übrigens, wahrscheinlich brauche ich die ganze Tinte. Deswegen, so Freunde, wir gehen einfach mal weiter. Keine Ahnung. Und, oh nein, oh nein. Okay, ich habe mich gerettet. Keine Ahnung wie. Erreichen Sie Checkpoint 25, was? Um zu krabbeln? Junge, was? Wie krabbel ich jetzt? Hallo? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Okay, hier machen wir so. Oder warte mal, wir machen so einen Behälter, wo wir auf jeden Fall die ganzen Kugeln sammeln. So, kein Problem. Aber wie krabbel ich? Und oha, guck mal auf die Map, Freunde. Ich bin einfach noch Platz 1. Zumindest ist keiner besser wie ich. Ich bin aktuell der Weiteste im ganzen Spiel. Vitamine, wir sollten einfach nur warten und dann ist auch alles wieder in Ordnung. Okay, Freunde, wir warten mal kurz, so, bis es auf jeden Fall wieder weitergeht und let's go. Okay, warte mal, Zahnrad, stoppen. Brücke bauen. Junge, ich fühle mich einfach wie so ein Professor, ne? Ich baue hier einfach Brücken. Junge, einfach Bauarchitekt Vitamine. Wer kennt es nicht? Also, jetzt mal im Ernst, ihr kennt es doch alle. Okay, hier haben wir anscheinend Federn. Was bringen mir die Federn? Oh, warte mal. Yo, okay, Freunde. Alter. Ja, Junge, was geht denn ab, Alter? Okay, Freunde, ich versteh's. Nach unten. Okay, ich hab eine geile Idee. So, ich bleib hier stehen und... Wir spannen das Ding weiter. Nee. Hey! Och, Manu. Hey! Und so, okay, wir müssen das irgendwie nach oben drücken. So, okay. Und es passt. Let's go. Übrigens, warte mal, ich gehe mal hier hochgucken. Nee, hier ist leider keine Tinte mehr. Mist, Manu. Okay, Freunde, wir malen mal Senti. Senti? Warte mal, seit wann hast du Alienhaare? Übrigens, Freunde, man kann sich einfach immer überall hin teleportieren. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz zufrieden, dass wir auf jeden Fall schon so weit sind. Aber was muss ich hier machen? Ich habe keine Ahnung bis jetzt. Okay, Freunde, ich würde sagen erstmal, wir gehen jetzt erstmal hoch, oder? Junge, keine Ahnung. Ich mache hier Streifen, damit auf jeden Fall nicht... getrollt werden oder so. Okay, hier haben wir ein Bällebad. Ich liebe sowas. Und Junge! Alter, das sind einfach zwei Bälle, die auf jeden Fall eine andere Farbe haben, die ich natürlich nicht berühren darf. Und warum macht man sowas? Ich meine, die hätten doch gleich zeigen können, dass ich die nicht berühren darf. So, hier. Ha, Junge! Der böse Smiley. Andersrum kann ich es auch machen, ne? So, warte mal, Freunde, ich zeig euch das. Ich kann natürlich mir auch eine Treppe malen. So, und Junge, ey, wir gehen einfach oben lang. Yo, als ob, Mann. Oh, Alter, Freunde, aber die denken sich echt gute Sachen aus, die Entwickler. Ich muss ja sagen, gefällt mir. Und ja, hier springe ich die ganze Zeit, Freunde. Keine Sorge. Hier, Mr. Strichmännchen, der einfach die ganze Zeit verschießt. Aber ich hätte auch so... Wow. Nee, ne? Ey, Leute, ich habe mich einfach selber getrollt. Okay, Freunde, wir müssen unsere altbekannte Technik wieder bauen, so wie gerade eben. So, okay, und diesmal nicht uns vor Mr. Strichmännchen. Oh, ja, noch nie. Warte mal, wir machen es einfach so. Mr. Strichmännchen, Pech gehabt. Schieß dich ruhig selber ab. Okay, Freunde, es geht weiter. Naja, ganz einfach. Oh, nee, ne? Hab mich gefangen. Okay, Freunde, ganz einfach, wir machen einfach wieder das Gleiche. Wir laufen einfach hier drüber und... Ja, easy, ihr seht's. Okay, hier müssen wir die Bälle aufhalten. Immer ein Stück für Stück weiter. So, und hier, einfangen. Let's go. Alter, ich bin so ein richtiger Profi geworden. Okay, habt ihr vielleicht einen Stift hier? Mann, ich wollte nur gucken, ob hier ein Stift oben ist oder... Yo, was, das wirklich einer? Okay, Freunde, den holen wir uns. Let's go, let's go, let's go. Yo!
Schaut mal an, wie groß mein Bleistift schon ist. Und oha, hier ist einfach jemand übelst weit. Freunde, schreibt wie gesagt mal rein, habt ihr dieses Spiel schon mal gespielt? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich glaube sogar, man braucht die Tinte auf Dauer. Ich meine, klar, wir können einiges wegmachen und so, ihr wisst schon. Aber, ja, so der Bleistift, der muss schon länger werden. Okay, Junge! Oder, Alter, okay, da kommt einfach so ein Riesenmammut auf mich zu. So, warte mal. Oh, Riesenmammut stoppen, ne? Hier oben. Ich glaube, der fällt hier oben so runter. Warte mal. Wir müssen mal gucken und... Ja, Riesenmammut. Warte mal. Okay, hier können wir schwimmen. Jetzt kommt einfach sogar noch Wasser dazu. Und okay. Ich weiß gar nicht, ist es richtig, wenn ich hier oben bleibe? Du hast einen Stern hinterlassen. Ach so. Das wusste ich ja nicht. Woher soll ich das wissen, Mann, dass hier ein Stern ist, Alter? Okay, hier oben lang ist irgendwie einfacher. Wie gesagt, ich brauche nicht mal das Wasser. Junge, einfach hier lang gehen und... Ja. Checkpoint. Okay, Qualle gibt es jetzt anscheinend auch, die ich natürlich einsperren kann. Und Mr. Qualle, wir haben leider keine Zeit für euch. So, ich schwimme einfach hier oben in der Mitte. Hier oben fühle ich mich gerade sehr wohl. Hier passiert mir nichts. Und wir haben wieder was Neues. Okay, gemalen das Item. Ja, so. Ein Viereck ist ja wohl nicht schwer zu zeichnen. Zeichne ein Dreieck. Junge, bin ich... Alter, was ist das für ein Dreieck, Freunde? Dieses Dreieck sieht ja echt wirklich schlimm aus, aber ich würde sagen, wir nehmen trotzdem... Okay, den Stern, warte mal. Junge, das sieht nicht aus wie ein Stern, das sieht einfach aus wie ein Alien. Okay, ich probiere es nochmal neu, vernünftig. So, okay. Und okay, es hat funktioniert. Wahrscheinlich muss irgendwie 80% oder so richtig sein und dann funktioniert es einfach. Warte mal. Junge, Mr. Biene. Sind Sie bitte lieb? Ja, ich möchte keinen Stress und vor allem keinen Mückenstich. Bienenstich. Okay, die Hälfte haben wir geschafft und Checkpoint, erreichen Sie 50. Ja, wie stolz ich bin und... Okay, wir müssen sie einsperren. Wir sind jetzt einfach in Honig gefangen. Aber wie gesagt, was ist eigentlich... Junge, ich cheate, glaube ich. Freunde, ich mache das einfach alles nur hier oben, ne? So, let's go. Alter, okay. Wisst ihr, was cool wäre? Wenn wir jetzt einfach so eine Dings wiederfinden würden. So ein Bleistift hier oben. Aber nö, einfach. Es ist wirklich einfacher, wenn wir sogar cheaten. Beziehungsweise es ist ja kein Cheaten. Dieses Spiel ist ja darauf aufgebaut. Dass wir hier oben auf jeden Fall lang rennen können. Deswegen würde ich sagen, nutzen wir das, bevor uns auf jeden Fall Mr. Biene... Oh, Mr. Biene angreift. Junge, warte mal, der kommt. Nein. Oh mein Gott, Mr. Biene. Mr. Biene. Warte mal, Mr. Biene oder Mr. Biene? Das ist hier die Frage. Oh mein Gott, was? Ich konnte ihn gerade so einsperren und ich hab's geschafft. Und alles klar, unten, ne? Junge, als ob, warum sollte ich das benutzen, wenn ich mich damit selber schädige? Und okay, warte mal. Warte mal, was ist eigentlich... Kann ich da auch was zeichnen? Nee, okay, zeichnen geht nicht. Ich würde sagen, so lassen wir das. Oh nein. Nee. Okay, warte mal, Freunde, ich habe es einfach so gezeichnet, dass der die ganze Zeit da bleibt. Ich hoffe... Ja, der fällt die ganze Zeit da rein. Oh nein. Okay, habe ich noch genug Tinte? Yo! Mal. Okay, wir müssen vermeiden, dass der da das trifft. Okay, warte mal, so. Aber irgendwie, wie gesagt, voll lustig, Freunde. Und okay, hier müssen wir so ein bisschen schräg zeichnen, dass auf jeden Fall der Ball auf diesen Button kommt. Und es öffnet uns den nächsten Weg, den wir auf jeden Fall brauchen. Und Kontrollpunkt... Alter, warte mal, ich hole gleich die Leute ein, ne? Ich habe gleich die nächsten Leute eingeholt. So, boom und... Oh, Checkpoint. Donkey. Können wir den Ball gleich... Wir müssen den sogar benutzen. Okay, warte mal, ich komme... Kommt der angerollt und... Jupp. Eingesperrt. Easy. Okay, warte mal. Oh! Alter, wie cool sieht das denn jetzt aus, Freunde? So, ich bin jetzt einfach in einer ganz anderen Sicht. Und... Ja, aber was muss ich jetzt machen, Freunde? Keine Ahnung. Okay, warte mal, Feuer. Feuer, Wasser, Licht, aber... Warte mal, wie komme ich jetzt am besten hier rein? Ich jump einfach rein. Let's go! Okay, warte mal, hier müssen wir irgendwie... Ich verstehe. Wir müssen es verbinden, damit es hier brennt oder so rum. Es brennt nämlich unsere Linien ab. Ah, wie cool. Let's go, Alter. Wer kommt bitte auf so eine coolen Ideen, Leute? Okay, hier machen wir einfach auch eine Linie und so. Es brennt jetzt unsere Linie lang. Vor allen Dingen, na klar, wer kennt es nicht? Eine Bleistiftlinie, ja, fängt an zu brennen. Ja, moin. Voll logisch, ne? Aber es hat gebrannt und wir sind frei dadurch. Das bedeutet, wir haben 64 von 101 bekommen.
Und okay, hier müssen wir einfach nur das anbrennen lassen und dann muss er wieder reinfallen, damit wir auf jeden Fall das benutzen können. Okay, Freunde, ich muss sagen, bis jetzt ist es noch so löschen und einfach noch, finde ich. Jo, warte mal, was? Oh mein Gott, let's go. Jo, ich baue eine Rampe. Ha, Junge, wie geil ist das denn? Alter. Freunde, ich will nochmal fahren. Bitte, bitte. Ich fand das so geil. Ich fand das so geil. Wir bauen einfach unsere eigene Achterbahn, Junge. Oh mein Gott, und jappa. Okay, es ist ohne uns gefahren. Was ist eigentlich, wenn ich gar nicht zeichne? Ich meine, ich berühre doch gar nicht den Bo... Wow. Ich hätte es gar nicht gebraucht, Freunde. Aber ich baue noch eine Rampe. Ja! Mano! Okay, Freunde. Hier kommen wir... Hä? Junge, das ist doch viel zu einfach, oder? Jetzt mal im Ernst. Guckt euch das mal an. Ah, ich verstehe. Aber, keine Sorge. Junge! Alter, was ist das denn für ein Start gewesen, Freunde? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich glaube, ihr habt es gesehen, ne? Okay, warte mal. Ah, Alter, okay, nice. Wir müssen es so ein bisschen umlenken, ne? Und, ja, jetzt brennt es natürlich an. Wir haben damit den freien Gang auf jeden Fall. So, ich würde sagen, hier müssen wir auch ein bisschen was steuern. So. Nee. Okay, war noch nicht so richtig. Und so, und es brennt. So, Freunde, ihr seht's. Ich komme auf jeden Fall gut voran, ehrlich gesagt. So, hier ist auf jeden Fall ein bisschen weiterer Weg, aber natürlich auch keine Probleme für uns. Hier brauchen wir... Warte mal, das wäre doof, wenn wir unseren eigenen Weg unten abbrennen, aber ich hab's einfach mal... Oh, ich brauch's hier hinten. Okay, Freunde, wir brauchen's also... Nein. Oh mein Gott, okay. Wir haben's auf jeden Fall hier hinten. Let's go. Okay, nun brauchen wir es irgendwo hier oben, ne? Deswegen würde ich sagen, wir nehmen den Laserstrahl erstmal mit nach rechts. Mal gucken. Und dann wahrscheinlich mit nach unten und... Ja, moin. Es war so klar. Okay, hier brauchen wir safe auch irgendwie so rechts, denke ich mal. Okay, warte mal. Oh mein Gott. Okay, der dreht sich die ganze Zeit. Ja, wir brauchen einen besseren Plan. Wir brauchen ihn hier unten irgendwie. So. Genau, so. Jo, es hat gereicht. Warte mal, was? Ich kann einfach mit dem Radierer... Ich kann einen Laserstrahl mit dem Radierer einfach umbauen. Oha. Junge. Keine Ahnung, was hier passiert. Hier fallen Bomben runter, Freunde. Ich renne hier einfach gerade nur durch. Ich bin übrigens Platz 1 mit ihm und... Du bleibst hier stehen. Ach, Mann, ey. Junge, er schiebt einfach die Bombe weg, ne? So, und... Ja, passt. Ich will auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Abstand und... Oh, nee, es ist jemand Neues reingekommen. Okay. So, wir haben auf jeden Fall die nächste Aufgabe, hier Bomben abzuwehren. Aber, Jungs, wir machen das Gleiche. Wir gehen einfach oben lang. Yo, warte mal, kann ich die aufhalten? Ja, perfekt. Okay, Freunde, kommen hier vielleicht auch wieder Bomben? Und es war so klar. Okay. Hier ist irgendwo ein Bombenheini und... Ja, da ist er schon. Tschüss, Mann. Okay, hier können wir selber feuern und... Können wir uns selber irgendwie rüberfeuern? Ah, das wäre... Oh. Ich denke mal, das hätten wir gebraucht, aber... Ich gehe einfach mal los, ne? Junge, warte mal! Was bist du denn für ein Fähigkeiter? Oh, ne. Mach die Bombe weg, ey. Okay, Freunde, wir haben jetzt einfach hier so einen komischen Typen, Junge. Bleib da, wo du bist, ja? Er muss eine Bombe auf mich werfen, ne? Damit ich auf jeden Fall das hier zerstören kann. Okay, verstehe. Okay, werf die Bombe. So, okay. Nee, nein. Ach, Mann, ey. Oh mein Gott, was? Es ist noch frei. Okay, nutzen wir direkt und gehen weiter. Schlage den Boomer. Okay, warte mal. Keine Ahnung. Ich bin jetzt einfach in einer Kugel, Freunde. Und... Hoppa! Wie cool! Let's go, Freunde! Mir wird schwindelig, aber egal! Oh mein Gott, let's go! Okay, Freunde, jetzt haben wir so ein kleines Hobby, so was wir hier absolvieren sollen. Wir sollen wahrscheinlich... Die Frage ist, wo müssen wir hin, ne? Okay, hier irgendwo rechts, aber... Nee, wir haben den Stern schon wieder vergessen. Ah! Okay, viele Level sind es nicht mehr. Das ist natürlich auch einfach. Ja, einfach die Glühbirne verbinden und 2 plus 2 ist natürlich 4. So, hallo? 4! Hallo! Ja, okay, perfekt. Einfach Mathe. Ey, man lernt einfach sogar. Okay, hier sollen wir vielleicht den Apfel zuzeichnen. Ja, Freunde, ey, einfach. 3 plus 2 ist natürlich 5 ankreuzen. So, warte mal. Bombe. Ah, Junge! Nein! Aua. Was ist, wenn ich 3 ankreuze? 1, okay, funktioniert nicht. Nur 5 geht. Okay, Freunde, hier sind wir wieder bei... Nein, eine Spinne. Okay, ich verstehe. Was? Ah, die hat einen Schlüssel. Okay, wir müssen irgendwie... Wie komme ich da an den Schlüssel? Ich habe auf jeden Fall den Schlüssel, Freunde. Ach so, ich kann das einfach von ihr wegzeichnen.
Jo, woher soll man das denn wissen, Freunde? Okay, moin, ich wohne hier. Wir machen einfach alles dunkel, Freunde. Wir machen es dunkel hier. Aber ich glaube, wir müssen nicht mal hier rein. Ich glaube, wir müssen einfach nur rüber. Junge, was ist denn das für ein Troll? Okay, was ist das? Ich sitze hier und slide auf meinem Po? Okay, Freunde, die letzten paar Level, die wir machen müssen. Junge, jetzt kommen wieder so eine einfachen Obbys. So, warte mal, hier haben wir einen Pinguin. Wir halten ihn mal an. Keine Ahnung. Okay, vielleicht muss ich ihn auch mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Was muss der Pinguin machen? Ah, er muss bestimmt den Fisch essen, oder? Lass ihn dir schmecken. Jo, danke. Junge, was? Let's go, Pinguin. Ess auf jeden Fall alles. Lass es dir schmecken. Hier, oh mein Gott. Okay, so und so. Ja, moin. Und ess auch noch den. Dankeschön. Oh mein Gott, Freunde. Der lenkt mich ein bisschen ab, ne? Von meiner Aufgabe. Okay, Pinguin ist oben, Freunde. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ich zeichne ihn einfach ein. Ich will nicht, dass der mitkommt. So, let's go. Okay, okay. Wir haben einfach noch alles zugemacht. Wir gehen mal weiter. Die letzten drei Level. Aber, oh mein Gott, okay. Ihr seht, es ist jetzt natürlich schon mal ein bisschen schwieriger hier. Ich würde auch sagen, Pingu. Hoch. Nein. Pingu, hast du es überlebt? Ich weiß nicht, ob Pingu es überlebt hat, Freunde. Okay, Pingu, du bist oben. So, du gehst nochmal hoch. Pingu. Nein. Pingu. Und, oh. Pingu hatte, also, kannst du wieder umdrehen? Junge, was? Er frisst mir, also, danke, Pingu. Nun kommen wir ins Flugzeug. Und ich kann es nicht steuern, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich muss nach oben. Oh, Junge, was? Leute, will ja nicht sorgen, aber jetzt fliege ich in eine komplett falsche Richtung, ne? Okay, Freunde, so fliege ich einfach mal. Keine Ahnung, ob ich auf jeden Fall auf richtigen Kurs bin. Ich fliege mal ein bisschen nach unten. So, ihr seht's. Der Stern müsste jetzt irgendwo unter uns sein. Ich flieg mal ein bisschen, okay? Och nee, nicht schon wieder in die falsche Richtung, Freunde. So, okay, und abspringen! Letzte Challenge, Freunde! Wir gehen auf jeden Fall ins letzte Drittel. So, wir müssen ein bisschen hochfliegen und... Oh nee, okay, ich checke, Freunde. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt. So... Bingo! Okay, Freunde, so leicht nach oben, leicht nach oben. Freunde, irgendwie ist das gerade ein bisschen anspruchsvoll, ehrlich gesagt. So, okay. Ja, gerade. Nach unten, Mann! Okay. So, wir lassen das. Nein! Junge, weg mit dir. Ich mach das hier, ja? Ich bin der Flugkapitän, ja? Nicht du, mein Freund. So, nach oben. Ah, nee, ich muss nicht mal nach oben, okay. Nice, Freunde. Ich glaube, gleich geht's wieder hoch, sicherlich. Ja, ganz genau. Löschen. Ich brauche wieder Tinte. Es geht wieder runter. Okay, unten ist halt übelst einfach. Und ja, wir haben gewonnen und kostenlose Ziehungen. Was für kostenlose... Yo, ich kann jetzt einfach malen, oder was? Wow. Ist es euer Ernst? Mehr nicht? Was ist, wenn ich hoch... Was ist, wenn ich so hoch gehe, wie es geht? Okay. Geht nicht mehr. Keine Ahnung, Freunde. Okay, Freunde, das war's aber heute von dem coolen Doodle-Obby. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.